Ja, hallo Czernitz, hallo liebe Gäste.
Ich habe mir gedacht, wenn ich heute vor so einem netten Publikum bei doch noch recht schönem Wetter sein kann, will ich nicht weiterfahren, ohne vielleicht das zu sagen, was viele interessiert. Was für Schlangen waren das? Wie groß? Wie schwer? Wann und wem haben sie zuletzt verspeist? Das sind Dinge, die will immer manch einer wissen. Und ja, also, Riesenschlangen habe ich mit Boa Constrictor und dunkler Tigerpython ihr Name. Es sind Würgeschlangen, sie haben kein Gift, können aber blitzschnell zubeißen und würgen dann auch, das ist notwendig, um ihr Futter zu töten und dann verspeisen zu können. Tja, liebe Gäste, sicherlich haben Sie von den Schlangen schon einige Dinge gehört. Und ja, ich bin immer der Meinung, Schlangen können etwas ganz Wunderbares, was wir immer wieder versuchen, was uns eigentlich nie so recht gelingt. Was mag das wohl sein? Hat jemand eine Idee, was ich da meinen könnte? Dass man so festhalten kann oder irgendwas. Ja, festhalten kann man sie. Aber wenn ich zu diesen Festen unterwegs bin und immer wieder sehe, was da vorbereitet wird für leckere Sachen zu verspeisen, dann denke ich immer, bei Schlangen ist das ja, weiß Gott, ein klein wenig anders. Und Sie werden diese Tiere sehr bestaunen, wenn ich Ihnen sage, dass die heute und gestern und vorgestern keinen Hunger hatten. Nein, es sind schon bei der einen 3 Wochen vergangen, bei den anderen 2,5 Wochen. Sie hatten keinen Hunger, werden aber dann vielleicht nächste oder übernächste Woche wieder gefüttert. Das ist natürlich eine tolle Leistung, das schaffen wir alle nicht, aber das meinte ich nicht. Es ist noch etwas, was diese Tiere so besonders gut können. Ihnen ist das bestimmt schon mehrmals passiert, aber es hat bestimmt nicht geklappt. Nämlich das aus der Haut fahren. Wir haben es immer wieder gesagt, ich könnte aus der Haut fahren. Nie ist es so richtig passiert. Bei Schlangen geht das. Sie häuten sich mehrmals im Jahr. Und ja, dann sind sie wieder bereit zum Weiterwachsen und sehen wieder schön frisch aus. Tja, ich könnte noch so vieles über Schlangen erzählen. Wenn man schon über 30 Jahre mit ihnen zusammenlebt, dann hat man sehr vieles erlebt. Und ich wäre auch immer wieder gefragt, da haben wir ja Glück gehabt, dass nicht vor kurzem der Tag war. Es stellt sich Hunger ein. Die Schlangen werden heute zum Beispiel frisch gefüttert. Ich hätte nicht kommen können, weil sie ja eine Woche Verdauungsruhe haben. Wollen wir uns das mal vorstellen, alle, die Montag wieder auf Arbeit müssen, eine Woche Verdauungsruhe, heute hier etwas mehr zu sich nehmen, morgen vielleicht nochmal und dann eine Woche nicht auf Arbeit erscheinen. Das geht natürlich nicht, aber bei Schlangen wird das so bleiben, dass sie eine Woche ungefähr Verdauungsruhe brauchen. So, jetzt könnte ich natürlich noch sagen, wie fasst sich so eine Schlange an? Ist sie eiskalt? Ist sie nass? Oder wie ist das wirklich? Und da habe ich mir gedacht, wenn ich heute hier in Czernitz sein kann, will ich jemanden aus dem Publikum vielleicht mal zu mir vorbitten, der das mal miterleben will. Kommst du, du hast dich so toll gemeldet. So, mal einen ganz tollen Applaus für die junge Dame, die hier so mutig nach vorne kommt. Ja, siehst du, so toll ist das, noch nichts gemacht und alle klatschen. Das wäre immer schön, wenn das so wäre, nicht? Hast du schon mal eine Schlange angefasst? Ja. Da ist das also keine neue Premiere. Eine große, eine kleine, wie war das? Eine große. Eine große, naja. Da bist du ja so eine richtige Geübte, die Bescheid weiß. Wollen wir das trotzdem heute nochmal versuchen? So, da gehen wir mal hier zum Korb. So, also das ist diese Boa Constrictor, die wir jetzt mal anfassen wollen. Und vielleicht kannst du unseren Gästen mal sagen, den Zuschauern sagen, wie fasst sie sich an? Bekommst du nasse Hände oder wie ist es? Die ist glatt und hat Schuppen. Und ist sie nass? Nein. Sie hat vollkommen recht, ganz trockenes, weiches Schlangenleder und man bekommt also keine nassen Hände. Ja, nun habe ich ja 40 Schlangen zu Hause, weil ich ja immer, wenn ich unterwegs bin, welche mitnehmen muss, die geeignet sind, die nicht frisch gefüttert sind, die vollkommen entleert sind. Und ja, so eine ist das heute auch. Und ja, wollen wir die dir mal umhängen? Oder einen Dackel? So, da vermisse ich doch einen tollen Applaus nach hier vorn.
Umso, das macht sie wirklich schon toll. Ja, ich wäre auch immer wieder gefragt, 40 Schlangen, wenn ich da so früh mal nach dem Rechten sehe und die kommen da so mal gucken, kann man da irgendwie die Namen rufen und dann hören die und folgen auch. Ich kann es kurz machen, meine Schlangen haben alle keine Namen. Und warum das so ist, das wollen wir jetzt mal feststellen. Wir sehen also die Zunge, die da immer so rausschaut. Wir sehen zwei Augen, zwei Nasenlöcher. Und kannst du irgendwo Ohren sehen? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Sie sieht keine und sie kann keine sehen. Alle Schlangen ohne Ohren, absolut taub. Also ich könnte alle Namen rufen, die es auf der Welt gibt. Sie würden es nicht hören können. Ja, das machst du eigentlich ganz toll. Wollen wir sie wieder in den Korb legen? Hilfst du mir? So, die hält sich natürlich fest. So, machst den Korb auf. So, mach mal wieder zu. So, hab schönen Dank. So, ja. Dann hat sie sich verdient, jawohl. So, haben wir denn noch jemanden, der noch nie eine Schlange angefasst hat und das heute mal erleben will? Nehmen wir mal einen Jungen, du bist so ein großer, kräftiger, komm, da können wir das mal machen. Ja, ich sagte ja, einen dunklen Tigerpython, komm, wir gehen hinter, und Boa Constrictor sind die Schlangennamen. Und nun haben alle gesagt, die eine ist ja so ein bisschen anders von der Farbe. In der Tat, das ist der dunkle Tigerpython. Und ich hatte, weiß Gott, bis Nachmittag zu tun, faltenfrei dieses helle Kostüm überzustreifen. Wer das nicht glaubt, es ist auch nicht wahr. Es ist ein Albino ohne Hautfarbe zur Welt gekommen. Und ja, so sieht sie nun aus. Ich nehme sie nochmal raus. Die Kinder gehen mal einen Bogen um den Korb rum und können stehen bleiben, ja? So, also das ist dieser Albino Tigerpython. Kannst du ihn auch mal anfassen? Nee, machen wir nicht. So, siehst du, fasst sich auch so schön trocken toll an. Ich komme dann nochmal zu euch, setzt euch alle nochmal hin. Und wenn ich fertig bin, könnt ihr sie nochmal anfassen, ja? Ja, das ist so bei den Schlangen. So. Nun habe ich mir gedacht, wenn ich hier jemanden kennengelernt habe, der noch nie eine Schlange angefasst hat und der das so toll hier mitgemacht hat, du wirst bestimmt zu Hause trainieren, dass du dir das nächste Mal selber umhängen kannst, oder? Nun habe ich ja so viele kleine Schlangen heute. Zwei davon sind hier zu sehen, die in diesem kleinen Korb sind. Dieses Jahr vor 6 Wochen zur Welt gekommen. Auch eine Boa Constrictor, aber wie gesagt, noch ein ganz kleines Baby. Ja, ja, nun habe ich mir gedacht, wenn ich in Czernitz bin, dich kennenlerne und habe 22 solch kleine Schlangen zu Hause, könnte ich doch eine heute hier lassen und du bekommst sie. Was sagst du? Danke sehr. Ja, tschüss. Das hast du fein gesagt. So, ich gucke nämlich jetzt hier nicht irgendwie hilflos, sondern ob ich deine Eltern sehe. Sind die heute mit? Also, da auf dem Rummel. Da. Na, die werden sich wundern, wenn die kommen. Die arbeiten. Naja, da können die demnächst mit einer Schlange auch arbeiten, ne? Ja, nun wird er ein bisschen sich überlegen, oh Gott, ich brauche Futter, wenn dann irgendwo in der Nachbarschaft die Mäuse und Ratten weniger werden, die sie ja fressen. Das kann natürlich mit Ärger verbunden sein und das wollen wir nicht, oder? Ja, nun wollte ich ja dir wirklich eine Überraschung dalassen und die Schlange soll es also nicht sein. Da gucke ich nochmal in den Korb rein. Und da habe ich hier ein Stückchen Haut von einer großen. Es wird immer gesagt, wenn man da ein Stück im Portemonnaie hat, wird es nie leer. Ich sage Ihnen, ich habe 4 Meter lange Einstecken gehabt, wochenlang, und konnte nicht bezahlen. Das also als Erinnerung, noch eine Karte, wo das alles nochmal zu sehen ist. Und nochmal einen ganz tollen Applaus für meinen jungen Freund. Toll hat er das gemacht, ja? Dankeschön. Tja, liebe Gäste, das eigentlich soll es von mir, dem Schlangenbändiger Ophelia, heute hier in Czernitz für Sie alle gewesen sein.
Ich räume das alles beiseite und die Kinder können dann nochmal zu mir kommen und so eine Schlange streicheln. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei all dem, was heute und morgen für Sie hier vorbereitet ist. Danke für die Technik, danke fürs Ansagen. Vielleicht sehen wir uns irgendwo, irgendwann mal wieder. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen. Ja, vielen herzlichen Dank, Ovidia aus Bautzen, der mit seinen Schlangen...